Also warum sollten sie das Team verlassen, wenn sie weiter ADC gewinnen wollen? Die sind ja gerade die Besten. Sag mal, warum sollte man zu G2 gehen, ne? So mal objektives Ding. Du willst zu G2 eigentlich aktuell wegen Marketing. Die letzten Jahre hatte G2 immer diese Karte, wenn du EU gewinnen willst, dann musst du zu G2. Das ist aber nicht mehr so. Das heißt, aktuell hat G2 hauptsächlich ihr gutes Marketing einfach als Trumpfkarte. Und kann gut sein, dass die auch mehr Geld bekommen als bei G2. Kann ich mir auch vorstellen, dass G2 mehr zahlt. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass diese Trumpfkarte, die G2 jetzt 3 Jahre lang hatte, so von wegen, du willst EU gewinnen, du willst das beste Team Europas sein, du musst zu uns kommen. Diese Trumpfkarte hat G2 halt einfach nicht mehr. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Aber kann halt auch, ich kenne dir halt die Zahlen nicht. Wenn du jetzt bei G2 doppelt so viel verdienst wie bei Mad, dann gehst du wahrscheinlich trotzdem zu G2, keine Ahnung. So, Guys, aber Focus on the Game jetzt hier, meine Freunde. Also, wir spielen Ezreal Bard gegen Jhin Pike. Pike natürlich perverses Level 1. Wir haben aber auch ein ziemlich gutes Level 1 tatsächlich. Der Jhin spielt mit Fleet Footwork, also in einem All-In. Ist ja halt ziemlich bad. Also, wenn Bard gehookt wird, dann gibt es sogar eine Welt, in der wir Level 1 gewinnen. Wenn ich gucke, werde natürlich obviously nicht. Ach, nö, Digga. Okay, nice. Das ist huge für uns. Na, ich verliere wahrscheinlich alle 3 CS, aber. Oh, wenn ich die kriege, ist Game gewonnen. Ha! Alle 3 gemisst. Aber die Gegner auch. Super bad für unseren. Für deren Jungler. Aber wenn ich die 3 auch noch gekriegt hätte. Ich will nicht lügen, aber ich habe überlegt, ob ich flashe. Ich weiß gar nicht, auf welcher Wave wird man. Auf welchem Minion wirst du Level 2, wenn du 3 Minis misst? Keine Ahnung. Ich hätte die Wave auch hart crashen können. Der Lee wird. Warte mal, der Lee muss gleich Botside sein, ne? Der kann Topside-Krabbe nicht contesten, der ist underlevelt. Aber der Jhin hätte nicht seinen W gedrückt, wenn der Lee Bot wäre. Der Lee muss eigentlich top sein. Okay, stark. Ja, Lee geht jetzt Botside gerade. Oh, ich würde die Krabbe eigentlich gerne contesten, aber ich glaube nicht, dass es drin ist. Nice. Sehr gut für uns. Ich glaube, ich werde hier für Sheen gehen, nicht für Träne. Oder ich gehe Träne Longsword. Ja, wir gehen für Tränen Longsword. Ist auch okay. Wenn ich mich jetzt zwischen Träne Boots und Sheen entscheiden muss, dann würde ich Sheen nehmen, aber Träne Longsword ist auch fein. Okay, die ist gerade Botside Jungle. Wave Bounce aber jetzt zu uns. Kann sein, dass er hier Golems machen will. Ja. Actually dead. Das war sehr, sehr schlecht jetzt für mich. Ich habe die Bottlenwave nicht gesehen.
Das war sehr, sehr bad. Also, unser Lead ist jetzt halt weg, ne? Wir hatten davon einen relativ großen Lead. Ich dachte aber ehrlich zu sein, dass wir das gar nicht verlieren können. I guess, habe ich falsch eingeschätzt. Ich dachte, der DQ ist schon ausgelaufen. He's bad. He's bad, man. Dafür haben die keinen Reset, von daher ist okay. Ah, could be worse. Ist nicht so tragisch. Oh, nice. Dafür ist unser Jungler halt ultra head. Der Lee Sin hat jetzt halt nur kassiert, kassiert, kassiert. Okay, ich will jetzt hier weiter pushen, dass der Jhin nicht Base kommt. Weil der hat halt mehr Sustain als ich, ne? Mit Fleet Footwork. Ich bin sogar vor ihm Level 5, what? Ich hab gerade eine gestackte Wave verloren und ich bin vor ihm Level 5. Blöd. Hm, aua. Das hat wehgetan. Will die Wave pushen oder bin ich eigentlich Base? Weil Kha'Zix ist gerade Bot. Ich finde die Gegner wissen ein bisschen viel, wenn ich ehrlich bin. Also nicht der Lee, der weiß gar nichts, der wird nur gepistet. Aber warum geht der Jhin hier Base? Ach, er ist nicht Base, er hat es einfach erwartet anscheinend. Bisschen random. Naja. Das ist jetzt super bad für den Jhin, der kommt wieder nicht Base. Ja, da zu backporten ist richtig für ihn. Es ist trotzdem bad, aber es ist der beste Backport, den er kriegen kann. Aber das Game sieht um ehrlich zu sein ziemlich durch aus. Kann die Wave jetzt zu mir pushen lassen? Bart hat jetzt 100 Jahre Zeit zum Roam. Dadurch, dass ich die Wave jetzt nicht pushe, sondern zu mir pushen lasse, hat der Bart gerade jetzt ewig Zeit, um zu roam. Ich darf mich nur nicht diven lassen, deswegen pinkward ich hier mal. Aber ich werde gleich Level 6. Okay, der ist top, der Pike. Na, ich kann gegen Jhin 1v1 gewinnen, ich muss 2-3 Qs hitten. Der heilt sich aber schon. Ah, er hat einen Vamp-Scepter gekauft. Er rusht Eclipse, okay. Na gut, dann kann ich ihn wahrscheinlich nicht wirklich punishen. Warum nimmt er den Pinkwort nicht? Er hat ganz schön viel Respekt vor mir. Okay. Na, jetzt ist tatsächlich Mau. Aber jetzt freeze die Wave. Habe ich schlecht gespielt, ich hätte die Wave nicht so pushen dürfen. Ich hätte die selber versuchen müssen zu freezen. What the fuck ist das? What the fuck ist das? Der Vladimir ist ein bisschen tiltet. Ich glaube, das Game ist vorbei.
Ich glaube, die sind die 200 LP, meine Freunde. Ich will hier einfach nah an der Wand stehen, das heißt, wenn der Pike für den Hook geht. Der wird hier, ne? Dann kann ich einfach über die Wand gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade theoretisch gewinnen können. Aua. 2v2. Ich glaube, 2v2 sind wir schwächer. Aber ich scale auf jeden Fall 10-mal besser als der. Das ist auch schon wieder die einzige Rolle, die so hart gefistet werden kann im Early Game und dann einfach über die Map rennen und Leute bauen, wie wollen, ist fucking Jungle. Schon wieder lustig. Er hat 5 HP. Ich habe meinen Finger schon auf Flash, falls er hier irgendein Play machen will. Na gut, das war's nicht. Das war's gar nicht. Nee. Nee. So geil, dass der die jetzt einfach gefeedet ist. Das ist so eine Drecksfalle, Digga. Will der mich wirklich noch holen? Ach, warum denn? Das ist doch sehr viel schlechter für dich. Er will einfach trotzdem noch. Er wird mich wahrscheinlich auch einfach killen, weil er Jungler ist. What the fuck? Der ist wirklich sehr sauer, der Typ. Ich glaube nicht, dass er für mich geht. Ich glaube, der geht für Jungle. Ich kann da nicht reinsteppen, aber. Pike ist halt wieder da mit Ult, ne? Crimson Kobold! Real Combat! What a rush! Ich komm da nicht ran. An enemy has been slain. Cool, 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 ich geh Base, tschüssi! How do you like that? Na, die Wave hätte man noch pushen sollen, das stimmt schon. Back top. Das ist disgusting, Alter, wirklich. Ah, selbst in so einem Game, wisst ihr? Selbst in so einem Game, was wir einfach Astro stompen, werde ich sauer, wenn ich sehe, was dieser Lee Sin machen darf. Wirklich. Die verkacken den Level 1 Invade. Er wird mehrfach in seinem Jungle gekillt. Er steht irgendwie 0-3-0, ist 2 Level behind, hat 3 Losing Lanes und kann einfach random immer noch über die Map laufen und Leute töten. Einfach so. Und ist trotzdem der stärkste Spieler wahrscheinlich auf der Map gerade. So crazy. Na gut, Kha'Zix ist wahrscheinlich schon stärker, wenn wir ehrlich sind. Und der Junge ist ein bisschen tilt. Flash ist raus. Once I master these powers, nothing will stop me from realizing my dreams. Nee, keine Ahnung, der Xayah-Skin kommt, Buddy.
So, oh, wir tauschen spielen. Der Victor da macht das auch schon wieder hochgradig illegal. Bro. Ja, ein bisschen die Tanzschuhe ausgepackt. Da ist ihm aber schwindlig geworden, dem Pike, so. Da ist ihm aber schwindlig geworden. Was für ein Red? What? Drei Leute drücken, ja. Die Leute sind so mental, Alter. Trinity ist meistens stärker als die Wein, ja. Then this time I'll fight for real. Were our powers really inherited from the god weapons? Ich meine, es wird der Punkt kommen, ab dem die Gegner Teamfights spielen können, ne? Wir haben halt eine sehr harte Coinflip-Comp. Keine Tanks. Generell kaum Tankiness. Schlechte Engage. Alter, dass er das fast überlebt? Crazy. Wenn ich da keinen Flash habe, überlebt er das eiskalt, ne? Der Typ ist so pervers tanky, Alter. Es ist so ein Joke. Ja, unser Heimerdinger ist ziemlich sauer, so von dem, was ich mitgekriegt habe. Okay. Herald haben wir. Na, ich krieg vor dem Drake auf jeden Fall nicht mehr mein Mana-Mura-Mana-Ding fertig. Oh, da haben wir den ganzen böse runter. Mal gucken. Die sind immer noch extrem schlecht im Game, die Gegner. Die haben nur einen Lee Sin, der fett ist. Oh, aber der Sidestep von ihm war süß. Der Sidestep war süß. Ich push noch in der Mitte Wave hier. So, ich hab jetzt Mana in Base. Das heißt, wir machen Drake into Instant Reset. Ich kann, glaube ich, auch schon Botlane pushen, oder? Eigentlich hätte Jorn gar nicht zur Mitte move sollen. So, jetzt sind wir online, meine Freunde. Wo hat der Jhin eigentlich so viel Kohle her? Der Jhin hat zwei Items. What the fuck? Wieso? Crazy. Der ist rich, der Boy. Ja, Jon hat kein TP. Der sollte nicht Bot gehen, wenn wir Nash machen wollen. Ich
Ist halt auch ein Flip, den wir nicht wirklich brauchen. Sind wir ehrlich? Oh, knappe Sache. Na gut, schade. Das sind zwei Pinkballs und er war trotzdem noch ein Blutschwinkel rein, what the fuck? Ach komm, Digga, wie viele Flashes haben die denn noch, Mann? Oh no. Och nee, Digga. Mach mal nicht. Oh, der hat sich ganz böse den Kopf gestoßen, gerade der Pike. Kopfschmerzen hat er. Ich würde weitermachen. Ah, Scheiße. Komm mal nicht ran. Guys, übrigens, wisst ihr, was das ist? Das ist es. Das ist das 200 LP-Game, meine Freunde. Guys, hallo? Ja, geht durch Base. Wir können Ende machen, aber geht durch Base. Ist okay. Schade. Naja, Ende ist vielleicht ein bisschen mutig. Wir können doch den ganzen Jungle mitnehmen. Achso, Jon, ja, gönn dir. Na, schade, die Ultra scheiße. Achso, Double Kill, ja, Jon, ganz ruhig. Achso, Jon, achso, ja, mach, tu dir keinen Zwang an, Jon, ist ganz okay. Chillig, Bruder, chillig. Ja, lass mal einfach Ende machen, ne? GG.